Gegen alles Böse, das die Hölle ruft. Jeden Frevel, den die Menschheit hervorbringt. Gegen all dies entsenden wir nur dich. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Lasst uns beten, Brüder. Bete, dass er zusieht. Bitte, bitte, falls das jemand da draußen hört. Versuche, das Signal des Höllenpriesters zu erfassen. Die Invasoren haben fast 60% unseres Planeten verzehrt. Das Signal des Höllenpriesters ist erfasst. Das Ziel ist markiert, aber nur für eine kurze Zeit. Denn er ist es, den sie fürchten. Nicht den Menschen oder seine Armeen. Sie fürchten das Zeichen der Bestie. Und damit sage ich an dieser Stelle erstmal Hallo. Nur kurz. Da bestimmt auch irgendwo, da ist ein Nahkampf. Ich mal kurz hier weg. Okay, gut, Lektion gelernt. Ich will die nicht mit dem Nahkampf töten. Hallo Leute und willkommen zu einer ungeplanten Folge. Signal des Priesters erfasst. Ich markiere es auf dem Rad. Von Surprise Sunday willkommen zu Doom Eternal. Schon sehr gespannt bin auf das Spiel so im Allgemeinen. Und euch schon mal vorwarnen kann, dass ich das Ganze so spielen werde, als ob wir eventuell zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Let's Play draus machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eben hier einen Codex-Eintrag gekriegt zu den Zombies. Den werde ich mir jetzt angucken. Es geht jetzt, es geht hier quasi darum, so einen ersten Eindruck vom Spiel zu gewinnen, so ein bisschen auf euer Feedback zu gucken, denn ich möchte auf jeden Fall irgendwann Doom Eternal spielen. Die Frage ist halt nur, wann. Ob wir das quasi jetzt relativ zeitnah dann auch in Angriff nehmen oder ob wir uns geduldig zeigen. So, und das ist aber jetzt genug zum Vorwort. Wir steigen direkt hier ein. Die Doom-Klinge. Die am Arm des Prätorenanzugs angebrachte Doom-Klinge wurde geschaffen, um den Slayer im Nahkampf zu verstärken. Die gezahnte Klinge schneidet sich durch dämonisches Fleisch und Knochen und ermöglicht dem Slayer, die gegnerische Verteidigung zu durchbrechen
und dort anzugreifen, wo konventionelle Waffen wirkungslos bleiben. Ja, haben ja gesehen, wie gut das funktioniert, ne? Wobei, vielleicht habe ich auch einfach, vielleicht muss ich die Doomklinge als Waffe extra auswählen und es nicht einfach so Nahkampftaste drücken oder sowas, keine Ahnung, wird sich zeigen. Kampf, Shotgun. Trotz der Menge an Ausrüstungsoptionen, die dem modernen Kämpfer zur Verfügung stehen, ist dieses verlässliche Arbeitstier bei Einsatzkräften auch weiterhin ein klarer Favorit. Im Vergleich mit superheißen Plasmoiden oder gaussgetriebenen Projektilen behauptet sich die ballistische Wirkung der Kampf-Shotgun gut. Die Einfachheit ihres Designs sorgt dafür, dass die Waffe äußerst schnell und verlässlich ist. Ein breites Angebot an Munitionssorten macht sie zugleich vielseitig und flexibel. Auch als Beschwichter der Massen bekannt, stellt die geladene und entsicherte Kampfshotgun selbst die wildesten Angreifer ruhig. Und hier haben wir dann den Zombie. Oh Gott, das gibt relativ viele Dämonen, ne? Nutze diese schwachen Dämonen zum Sammeln von Ressourcen. Okay, gucken wir doch mal. Zombies. Diese einst menschlichen Handlanger stehen unter dem Einfluss der Hölle, wurden von deren Macht korrumpiert und betrogen, bis sie ihre Menschlichkeit ablegten. Wer komplett unter die Kontrolle der Hölle gekommen ist, kann nicht gerettet werden. Ist nur noch ein hirnloses, groteskes Zerrbild seines früheren Selbst. Okay, sind unsere Herausforderungen. Töte 3 Arachnotrons mit der Vollautomatik-Mod. Okay, Spoiler. Ich werde es erstmal probieren. Haben wir irgendwie Tastenbelegung? Ja, wir spielen auf Los gib's mir. Ich vermute mal, dass das Schwierigkeitsgrad normal ist. Steuerung wahrscheinlich, ne? Maßempfindlichkeit, Controller, Belegung für Slayer anpassen. Ich will nur mal kurz gucken. Nahkampf Glory Kill, das ist das, was ich gemacht habe. Okay, dann ist der Nahkampf ja echt scheiße. Gut, wissen wir Bescheid. Fügst du einem Dämon genug Schaden zu, wird er genommen und beginnt zu flackern. Bist du in seiner Nähe, drücke E oder Maus 4. Ich hab nicht mal... Ist egal. Glory Kills hinterlassen immer Gesundheit. Je weniger Gesundheit du hast, desto mehr Gesundheit hinterlassen die Dämonen. Okay, ich finde es interessant, ist der Einstieg doch sehr... sehr drastisch und umgehend ist hier, ohne großartig zu erklären, warum wir jetzt hier sind. Denn am Ende vom letzten Spiel sind wir ja von Samuel Hayden wieder versiegelt worden, ne? Ob wir da noch irgendwie Rückmeldung kriegen? Alter. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht echt nicht gesund aus. Ach, wir haben auch eine Karte auch. Ah. Das ist ja praktisch. Okay. Warte mal, eigentlich in den Codex. Kettensäge. Schon die großen Waffenmeister der Wächter der Nacht gestanden es ein. Der Krieger erhebt eine Waffe erst zu ihrer wahren Größe. Obwohl die Kettensäge als eher ungewöhnliche Wahl erscheint, ist sie aus dem Arsenal des Doomslayers nicht mehr wegzudenken. Steht ausweiten auf dem Tagesplan, ist die Kettensäge die Waffe der Stunde. Und hier haben wir natürlich Glory Kills und Kettensäge. C. Zum Benutzen der Kettensäge drücke C. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay, das bringt ja einiges an Pickups hier. Das ist ja krass. Okay. Aber soweit so bekannt, auch das kennen wir schon aus dem Vorgänger. Das hier ist bestimmt ein explosives Fass. So, unser Ziel ist angeblich weiter da hinten. Jetzt interessiert mich natürlich, was ist denn hier oben? Oder komme ich hierher? Scheiße, komm.
Komm ich hierher? Hier komme ich her, ne? Ich will nichts gesagt haben. Okay, was ist das da? Und wie komme ich da hin? So ein bisschen was von Painkiller gerade. Da wirst du ja auch nach der Sequenz mehr oder weniger erstmal reingeschmissen und Spiel. Schlagobjekte sind Hindernisse, die der Spieler durch einen Schlag auf das grüne Siegel bewegen kann. Ach, 16 Schuss ist schon Maximum. Okay. Ach, ich habe einen Doppelsprung. Hatte ich den eben schon. Und wieso komme ich da nicht hoch? Hi, Jungs. Geht nicht. So, davon sind wir dem da immer noch nicht näher gekommen. Ich traue mich auch nicht, dieses Fass zu zerstören da. Oh, warte mal. Ah, wir können uns festhalten und hochklettern. Gut, okay. Ja, man merkt, ich weiß im Prinzip so gar nichts über das Spiel. Ich weiß auch noch nicht, wie lange wir hier heute spielen. Eigentlich... Das ist der Waffen-Mod-Auswahlbildschirm. Über den Modboard kannst du eine Mod für eine verfügbare Waffe auswählen und dann freischalten. Mit Mods kannst du das Gameplay-Verhalten jeder Waffe erweitern. Okay, wir können die Kampf-Shotgun jetzt entweder vollautomatisch machen. Oder einen Granat... Na komm, natürlich ist das der Granatwerfer. Was soll es sonst sein, ja? Um eine Waffenmod zu benutzen, drückst oder hältst du Maus 2 und dann Maus 1, um zu schießen. Lies dir alle Modbeschreibungen im Dossier durch, um mehr zu erfahren. Such die Umgebung nach weiteren Modbots ab und erweitere die Fähigkeiten deiner Waffe. Gab es dafür auch einen Codex-Eintrag? Naja, nur in dem Sinne, dass wir hier einen Tutorial-Eintrag gekriegt haben. Hi! Ich musste es einmal ausprobieren. So, wie mache ich eigentlich die Karte auf? Mit M? Nee. Mit Tab. Gibt es da auch eine Legende? Kann mir irgendeiner sagen, was das da ist? Ein Kampfbereich. Ja, gut. Zerstörbare Wände können eingerissen werden, um einen neuen Weg freizulegen. Ja, das ist so. Ich höre doch hier was. Ich höre doch was. Achso, was ich über das Spiel gehört habe, lasst euch nicht von dem ersten Eindruck täuschen. Es wirkt alles jetzt erstmal sehr basic und ja fast schon langweilig mit diesen paar Zombies und so. Das soll sich in den späteren Abschnitten ändern. Also das ist nur am Anfang so, weil wir noch nicht viele Gegnertypen haben. Alter! Okay, nur mit der Shotgun ist gerade gar nicht so geil hier. Man muss da echt erst so ein bisschen reinkommen, ne? Ja, mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie viel Reichweite unsere Shotgun eigentlich auch hat. So, die Health nehmen wir natürlich mit. Uiuiui. Wo
muss echt immer so ein bisschen in Bewegung bleiben hier, ne? Da ist das gar nicht so ohne. Die hat nur noch mehr Health zur Not. Da unten ist auch noch irgendwas. Ach, für die Kettensäge. Und dann nehmen wir den mal hier für ein bisschen Munition. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwo einer rumdümpelt. Ja, es ist ein sehr schnelles Spiel. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Gucken, ob ich damit zurechtkomme. Da muss ich echt erst so ein bisschen reinfuchsen, glaube ich. So, wir haben aber neue Monster. Wir haben jetzt die Imps und die Soldiers hier noch mit drin. Als Kanonenfuttermonster. Benutze Kugelwaffen, um den Imp aufzuhalten. Ach, guck mal, schau. Imps sind die Aasfresser der Unterwelt und gehören zu den häufigsten Kreaturen, die sich auf dem verbrannten Antlitz der Höllenlande finden lassen. Diese niederen Dämonen sind wenig intelligent und werden nur von ihrem Jagdinstinkt angetrieben. Für die Suche nach Beute sind die Imps dank ihrer angeborenen Gewalttätigkeit perfekt ausgestattet. Dies macht den Imp zum idealen Fußsoldaten, der die kämpfenden Legionen der Hölle bestückt und sich von kommandierenden, hochgeborenen Dämonen auf einfachste Weise manipulieren und kontrollieren lässt. Üblicherweise taucht der Imp als offensiver Angreifer an vorderster Frontlinie auf und verlässt sich zum Durchbruch der gegnerischen Front in großer Zahl verheizen. Und die Soldiers, schwäche Patronen. Ein Treffer mit der Shotgun aus nächster Nähe macht einen Blaster-Soldier benommen. Das Plasmagewehr kann Energieschilde überladen und eine Explosion auslösen und der Blutschlag kann den Energieschild sofort zerstören. Was ist denn der Blutschlag? Eigentlich bildeten sie die Frontlinie bei der Verteidigung der Erde gegen die dämonische Invasion. Doch von der Dunkelheit in Besitz genommen, wendeten sich die Hell Soldiers inmitten der Schlacht gegen ihre einstigen Kameraden. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Was ich auch noch erzählen wollte, weil gerade so ein bisschen untergegangen ist, während ich mich hier noch ein bisschen umsehe. Ich nehme heute mit einem anderen Programm auf. Mal so testweise. Was ist dieses hier? Ah. Einmal gucken, wie es funktioniert, wie zuverlässig das ist. Keine Ahnung, wird sich alles zeigen. Das führt da hoch. Gut, es wäre natürlich sinnvoll gewesen, wenn ich das vorher entdeckt hätte. Ja, ich bin sehr gespannt. Was ist das hier? Binnenschiffe der Hölle. Aha. Auf mächtigen Titanen reitend, beaufsichtigten die Höllenpriester die Invasion der Welt der Sterblichen. Die versklavten Titanen der Unterwelt trugen die Priestertempel mitten ins Schlachtgeschehen und ermöglichten ihnen das Überwachen des Höllenvormarsches von einem geschickt unangreifbaren Punkt aus. Von ihrem Tempelaussichtspunkt übten die Priester mächtigen psionischen Einfluss auf, koordinierten die chaotischen Streitkräfte der Hölle und verstärkten ihre Kampffertigkeiten. Der Titan samt überlegener Widerstandsfähigkeit konnte mit herkömmlichen Waffen nicht zerstört werden und wehrte alle Versuche der Ark-Verteidigung ab. Er konnte nur durch ein Kappen der psychokinetischen Verbindung zu dem Priester zu Fall gebracht werden. Etwas, das nur durch Infiltration des Tempels möglich war. Das vielleicht eine Information, die wir für später abspeichern sollten. So, hi! Meine Seele bleibt beschützt. Unmöglich. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Also abgesehen vom Offensichtlichen. Aber wir sind auf einem von diesen Tempeln, die von dem Titan getragen werden, ne? Sehe ich das richtig? Und wir haben gerade den Priester getötet und die Verbindung gekappt und deswegen... Der erste Höllenpriester wurde vernichtet. Die dämonische Verbindung...
Verzehrung der Erde wurde um 36,8% reduziert. Zwei Höllenpriester verbleiben. Ernsthaft? Da oben fliegen Keiko-Demons. Dieser Titan, der ist natürlich überwältigend groß. Okay, ich will noch mal in den Kodex gucken. Da gibt es auch nichts Neues. Okay. Hat was, definitiv. Vega, ist das eigentlich der gleiche Computer aus dem letzten Teil? Das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, seit wir ihn gespielt haben. Ich weiß es nicht genau. Da ist noch eine schwerer Dämon, Kakodämon. Du kannst ihm eine Haftbombe oder Splittergranate in den Schlund feuern, damit er benommen wird. Die Balliste verursacht Bonusschaden gegen fliegende Dämonen. Als Jäger der Schlammlande lauert der Kakodämon in den bodenlosen und finsteren Tiefen der Hölle auf leichte Beute. Er ist ein zielloser Wanderer und nahezu frei von geistigen Fähigkeiten, sensorischer Wahrnehmung oder anderer gewöhnlicher Impulse. Nur von der Gier nach Nahrung und unstillbarem Hunger getrieben, erscheint der Keiko-Demon meist überall dort, wo er sich an Fleisch weiden kann. Es heißt, der Keiko-Demon zeige Ähnlichkeit mit den zyklopischen Titanen aus den antiken Überlieferungen der Hölle, was Wächtergelehrte zu dem Glauben veranlasst, dass die vergessenen Titanen noch in irgendeiner körperlosen Form fortbestehen könnten. Und hier haben wir gleich den nächsten Kodex-Eintrag. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Restliche menschliche Bevölkerung, Teil 1. Vega-Dateneintrag. An die 60% der Bevölkerung des Planeten wurden von Dämonen aufgezehrt und die Rate vergrößert sich täglich. Der Großteil der Erdbevölkerung starb im ersten Monat der Hölleninvasion. Darauf folgte der Ausfall von so gut wie jedem menschengemachten System. Die militärische Antwort kam sofort, konnte aber keine sichere Flucht der Zivilbevölkerung gewährleisten. Viele befestigte Stützpunkte wurden von der Kommunikation nach außen abgeschnitten. Im Angesicht eines überwältigenden Gegners und eines wachsenden Auftretens von Dämonen fiel eine provisorische Festung nach der anderen. Der Großteil der Erdoberfläche ist unbewohnbar geworden, mit Dämonenschwärmen, die jeden Winkel der Erde auskundschaften, und eine Atmosphäre, die beinahe weltumspannend durch eine Art außerirdisches Terraforming infiziert und vergiftet wurde. Das klingt nicht gut. Die Optik ist schon geil, oder? Leute, die Optik gefällt mir. Die ist richtig geil. Also diese brennenden Gebäude da im Hintergrund und alles. Und, oh. Sieht richtig gut aus. Und hier haben wir noch ein Upgrade. Ich würde mal sagen, wir machen mit den Haftbomben weiter, oder? Ich kann nicht mit den Haftbomben weitermachen. Ich muss die Vollautomatik jetzt freischalten. Okay. Weil es eben so aussah, als ob die Haftbomben noch mehrere Level hätten. Drücke F, um Waffenmods zu wechseln. So, welche Waffenmod ist das jetzt? Woran erkenne ich denn jetzt die Waffenmod? Da unten. Warte mal. Ich will den Kreis haben. So, also diese hier. Ich will nämlich die Granate haben, als Waffenmod gerade. So, okay. Auf geht's. Da unten aber durch. Aber da ist noch irgendwas. Unterbreche den Rat der Diek. Das sind diese Höllenpriester, ne? Davon.
Okay, das ist echt belastend. Dieser Nahkampfangriff bringt echt überhaupt nichts. Ich habe gedacht, so mit einem einzelnen Zombie kann ich mal probieren, aber nein, ich krieg gleich wieder aufs Maul. Ist ja super. Jo, wir müssen da irgendwie runter jetzt. Ich weiß nicht, ob es Fallschaden gibt. Ich probiere es einfach aus. Wir sind der Doomslayer. Wir lassen uns von sowas nicht einfach beeinträchtigen. Das sehr wohl gesehen, Freundchen. Das ist die Frage. Lohnt das, diese ganzen Zombies hier auszuschalten? Wir haben 16 maximal. Ah ne, wir kriegen 6 von einem Weg. Ja, komm, dann töten wir sie natürlich. Dann will ich aber sicherstellen, dass wir sie alle getötet haben, bevor ich die Munition einsammle hier. So, jetzt mal wieder hoch. Weil wir wahrscheinlich da hinten weiter springen, klettern müssen. Okay. Ne, hier. Schwachpunkt Arachnotron. Einige Dämonen weisen Schwachpunkte auf, die bei einem Treffer zusätzlichen Schaden nehmen oder sogar deren Fähigkeiten deaktivieren. Bei Schaden setzen sie rot auf. Der Arachnotron ist ein schwerer, auf Fernangriffe spezialisierter Dämon. Sein Geschütz ist ein Schwachpunkt, der zerstört werden kann, um seine Fernangriffe zu deaktivieren. Im Kodex kannst du mehr über die Schwachpunkte von Dämonen erfahren. Aha. War ich jetzt mal ganz doof? Warum kriege ich Hinweise auf... Ach, deshalb kriege ich Hinweise auf das Arachnotron. Halt. So, das ist Arachnotron. Aua! Das ist Arachnotron hier, das ist nicht ohne. Alter! Ich habe noch wenig Munition, war das? Das war gemein, weil eigentlich wollte ich extra hier diesen Glory Kill auslösen. Ist meine ganze Munition da gerade in den Abgrund gefallen? Also dieses Arachnotron war ja echt nicht ohne, ne? Das war... Wow. Ach, die Zielmarkierung haben wir hier noch. So. Schwerer Dämon. Arachnotron. Zerstöre das Geschütz, um die Waffe außer Gefecht zu setzen. Grundlage des Arachnotrons ist genetisches Material, das aus den Überresten des originalen Spider-Mastermind gewonnen und biotechnologisch für Cyber-Augmentation aufbewahrt wurde.
Sein eigentlicher Körper besitzt zwar nur eingeschränkte Mobilität, die erstaunlichen geistigen Fähigkeiten des Arachnotron machen ihn aber zu einem erstklassigen Kandidaten für den impulsgesteuerten prothetischen Rahmen, der ihn dauerhaft beherbergt. Eine auf die Manipulation von Dämonen und ihre Nutzung als Waffe spezialisierte UAC-Anlage schuf auch den Arachnotron, wurde aber nach einem Ausbruch von Dämonen im Fertigungsbereich überrannt. Super. Es gibt keine Überlebenden des Vorfalls. Unter der Leitung einer administrativen KI stellte die Anlage jedoch weiter Arachnotrons her. Super. Ich bin stolz auf euch, Leute. Aber Alter, der Schwierigkeitsgrad hat sich... Scheiße, ey. Der hat's echt in sich. Ich muss echt sagen, das ist nicht ohne hier. Da oben soll aber durch, da oben geht's weiter. Da würde mich ja nochmal interessieren, was ist denn hier hinten noch so versteckt. Da ist nochmal Munition. Hier geht da drunter, da sind so ein paar Sprungplattformen. Ich bleib viel zu viel an einer Stelle, oder? Wie ist eigentlich... Kann ich sprinten? Das interessiert mich jetzt. Kann ich sprinten? Haben wir sprinten? Linksshift Dash. Das ist normal. Das ist Dash. Da ist kein Unterschied. Wahrscheinlich haben wir es noch nicht gelernt. Ja, kann man bestimmt hoch. Kommen bestimmt hier lang hin. Also hier lang meine ich. Hier gibt es ja zumindest eine neue Waffe. Die schwere Kanone. Eine häufige Beschwerde der Nutzer dieser durchschlagskräftigen konventionellen Waffe betrifft ihr Gewicht, da die meisten ihrer Komponenten aus Tungstronium geschmiedet sind. Diese spezielle Legierung wurde entwickelt, um den enormen Belastungen durch die optionale, explodierende Pfeilmunition zu widerstehen. Allerdings macht das zusätzliche Gewicht die schwere Kanone zu einem perfekten Scharfschützengewehr, da Schwankungen und Erschütterungen durch ihre Massivität gedämpft werden. Vorsicht ist geboten bei der Verwendung dieser Waffe, da selbst zugefügte Schusswunden wegen ihres Reflexabzugssystems häufig sind. So, wir haben also ein Scharfschützengewehr. Oder zumindest etwas, das als Scharfschützengewehr auch geeignet wäre. Was ist das hier? Eine Karte? Die Automap-Station. Die mir sagt, auweia. Da kümmt noch einiges. So, jetzt würde ich ganz gerne meine Waffe nochmal ausprobieren. Okay, fand ich jetzt nicht so super überzeugend. Was macht denn er? So, irgendwas ist da gerade explodiert. Das gefällt mir nicht. Natürlich diese Rüstung hier mit. Ja, soll ich die sich erstmal gegenseitig töten lassen jetzt da?
So, wir gehen mal nach Möglichkeit ein bisschen auf Glory Kills wegen unserer Gesundheit. Da hinten ist der nächste Höllentier. Oh. Erblicke die Früchte unserer Arbeit, sagte wer? Ah. Nee, ich kann gerade nicht. Sorry, bin gerade beschäftigt. Uiuiuiui. Alter! Ist das euer Scheiß Ernst? Alter, ist ja wohl ein Witz hier. Ja, vor allem, weil ich der Meinung bin, das Ding ja wohl zerstört gehabt zu haben. Mann, ey. Und jetzt haben wir wenig Munition. Jetzt haben wir nämlich ein riesen Problem. Nämlich mit beiden Waffen wenig Munition. Ah! Mensch, sag doch, dass du da bist. Ich brauch dich doch. War es zwar nicht ideal, aber ist zumindest etwas gewesen. Aber diese Arachnotrons, die machen mich fertig. Da habe ich irgendwie noch keine passende Strategie gegen. Sehen Sie sich einen Augenblick um. Erleben Sie die Schönheit der Welt, die wir geschaffen haben. Ja, das habt ihr echt super gemacht. Ich bin echt stolz und begeistert auf euch. Gott, ist hier was los, ey? Wir müssen ein bisschen auf unsere Munition achten, ne? Okay, Junge, du willst also spielen? Scheiße, das wollte ich gar nicht. Oh Mann, es ist, ich weiß auch nicht, wieso habe ich solche Probleme mit diesem Spiel? Oder ist das so gedacht? Dass mich das Spiel so fertig macht hier, meine ich. Müsste ein wenig, glaube ich, auch zum Ende kommen dann, oder? Zumindest so für den ersten Einblick. Ja. Vielversprechend. Alter, was denn das da? Ein Battle-Mac oder sowas in der Art. Sehr interessant. Aber wir müssen jetzt diesen Höllentempel, ne? So, versuche jetzt mal darauf zu achten, bis zum nächsten Speicherpunkt hier. Mir war, als hörte ich Imps. Es ist doch nie nur einer.
Interessant ist, dass ich 16 Schuss mit meiner Waffenmod habe, egal ob ich jetzt die mit meiner Waffe, egal ob ich jetzt die Granatenmod benutze oder nicht. Da hinten ist der nächste Titan unterwegs. Das dürfte unser nächstes Ziel sein. So, hatte ich schon einen Speicherpunkt? Jetzt haben wir einen Speicherpunkt. Gut. Da unten sind sie sich am Kloppen und ich würde sagen, für heute, für diesen Surprise Sunday Ersteindruck von Doom Eternal reicht es erstmal. Nettes Spiel, gefällt mir, sehr anspruchsvoll. Ich werde höchstwahrscheinlich noch so richtig aufs Maul kriegen. Aber wenn ihr auch Interesse habt, mehr von dem Spiel zu sehen, dann schreibt mir das ruhig in die Comments, lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video auf dem Kanal in absehbarer Zeit wieder. Bis dann.